Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ich bin gerade von jemandem kontaktiert worden und er meinte zu mir, dass er in vielen Sünden versunken ist. Ja? Und solche Beispiele gibt es ja 10.000-fach in Deutschland und er wollte von mir Ratschläge haben, wie er davon wegkommen kann. Ja? Und solche Fragen, wie gesagt, kriege ich oft. Die Sache ist folgende. Ich frage dann immer erstmal, gibt es bei dir in der Nähe irgendetwas, eine Moschee, eine Gemeinschaft, wo die Leute sich treffen, Vorträge etc., also ich, in dieser Richtung? Das ist dann meistens immer meine erste Frage, weil oft ist es so, dass ein Umfeld einen sehr, sehr stark mitziehen kann. Sowohl ins Positive als auch ins Negative. In diesem Fall war jetzt beispielsweise, obwohl er aus einer deutschen Großstadt kommt, war die Antwort eine Stadt, die zu den 10 größten Städten Deutschlands gehört. Nein. Er kennt da nichts, wo irgendetwas Ansprechendes ist für ihn. Und das ist die Problematik, die wir haben. Die Moscheen sind in den meisten Fällen nicht Lösung des Problems in Deutschland, sondern Teil des Problems. Denn wenn du da bist, du bist aber doch nicht da, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Was möchte ich damit sagen? Wenn du da etwas stehen hast, wo Krankenhaus draufsteht, ein Gebäude, da passiert aber nichts. Die Leute kommen auch nicht auf die Idee, ein neues Krankenhaus zu bauen, weil sie denken, sie haben ja ein Krankenhaus. Deswegen ist sowas in diesem Fall ist es manchmal sogar noch schlimmer. Und das ist das Problem, was wir oft haben. Leute bauen Moscheen. Denken, ach ja, boah, jetzt haben wir Jannah schon. Der Prophet hat ja gesagt, man benna Masjid fi dunya, benna Allah lehu beiten fi Jannah. Wer eine Moschee im Diesseits baut, den baut Allah eine Moschee dafür im Jenseits. Das ist ja ein Aufruf an die Moscheegemeinde. Es ist nicht nur damit getan, Alif, Ba, Ta, Tha, das arabische Alphabet auswendig zu lernen und die Gebetsräume zu bestimmten Zeiten zur Verfügung zu stellen, um dort zu beten, sondern man muss wirklich versuchen, aktiv die Leute zum Glauben zu rufen. Eure Urenkelkinder, ihr habt keine Garantie dafür, dass die Muslime bleiben werden. Das ist mal dazu, die Verantwortung für die Moscheen. Die Moscheen haben eine große Verantwortung. Aber wir dürfen noch nicht so weit gehen, und das ist nämlich auch ein großer Fehler, dass wir denken, das Problem liegt nur bei der Moschee. Oder hier liegt die Lösung, ich kann ja nichts machen. Doch, wir können etwas machen. Und ich habe es schon, ich wiederhole es seit Jahren permanent. Ich sage, macht eure Wohnungen zu Dawa-Zentralen. Wie oft habe ich das schon gemacht? Letztes Jahr habe ich einen großen Aufruf gemacht. Was ist daraus geworden? Nix. Nichts. Ihr könnt zum Beispiel, ich habe gesagt, nehmt alle eure Telefonnummern, sammelt alle eure Leute, ruft die zu euch zu Hause in die Wohnung. Und dann sammelt ihr euch alle 2 Wochen, macht dort einen Vortrag. Sowas ist etwas, was Leuten unheimlich viel Halt geben kann. Unheimlich viel Halt. Dass man sich in den Wohnungen trifft. Da, wo ich wohne, ja, in Bergheim, da gibt es Leute, ich glaube, seit 2, 3 Jahren reden wir darüber, die kriegen es nicht gebacken, mich zu einem Vortrag in die Wohnung einzuladen. Seit 2, 3 Jahren. Ja, machen wir dies, das, nichts. Ich bin seit 7 Jahren dort und absolut boykottiert. Absolut boykottiert. Ich kann stattdessen hunderte Kilometer fahren, um irgendwas zu machen. Aber die Jugend ist teilweise verloren. Man kann, also was heißt absolut boykottiert nicht? Es gibt Lichtblicke, ne, damit ich nicht unfair bin. Aber im Allgemeinen, es ist eigentlich so einfach. Man braucht nur die Wohnung zur Verfügung zu stellen. Ja, jetzt, ich rede jetzt nicht für mich persönlich, sondern wenn jemand einen Vortrag machen kann oder man schaut sich einen Vortrag an oder man liest etwas in einem Buch. Hauptsache, dass man zusammenkommt, sich gegenseitig erinnert. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben nicht an jeder Ecke wie in Saudi-Arabien Ulama sitzen oder wie in Ägypten. Oder überall in den Moscheen Sitzungen und Unterrichte oder wo schon in der Schule der Islam vernünftig beigebracht wird. Hier in Deutschland wird der Islam in den Schulen in den meisten Fällen beigebracht, damit die Leute vom Islam abfallen. Assalamu alaikum.